Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Nerdfamilienziehen. Hallo, lieber Klaus. Hallo Martin. Ich freue mich, es geht nämlich weiter mit den abgefahrenen Tachykardien. Und zwar haben wir im letzten Video, das ich werde es mir nie merken, hier oder hier verlinkt ist, ist verrückt, ging es um die Breitkomplex-Tachykardien, wie man es einteilt. Wie man vielleicht rausfinden kann, ob das eine VT ist oder nicht. Da haben wir schon einige coole Tipps mitgenommen. Und jetzt müssen wir irgendwas mit den Patienten machen. Wir haben gesagt, super instabil. Ist es einfach Strom? Einfach. Jetzt sind zum Glück für die Patienten nicht alle super ultra instabil, sondern es geht so ein bisschen um Medikamente. Was könnten wir jetzt machen? Klaus, was hast du da? Hast du da ein gutes Konzept? Ich vermute es fast. Letztendlich haben wir ja gesagt, komplexes Thema, ist es jetzt eine VT oder nicht? Und letztendlich, wenn wir uns nicht sicher sind, ob es eine supraventrikuläre Tachykardie ist, dann gehen wir davon aus, dass es eine VT ist. Also, wenn wir nicht hundertprozentig sicher sind, dass es eine supraventrikuläre Tachykardie ist, weil dieser Schenkelblock in dieser Ausprägung vorbekannt ist und wir sagen können, hey, das schaut genauso aus, oder wir haben sogar Vorhofflattern zwischendurch mal gesehen, mal mit einer 3 zu 1, 4 zu 1 Überleitung, dass wir sagen können, hey, das ist meistens eine 2 zu 1 Überleitung, mimikt quasi die VT. Dann können wir sagen, es ist supraventrikulär. Aber bei den meisten Patienten werden wir uns nicht sicher sein und werden denken, entweder könnte eine VT sein oder aber wir haben sogar unsere EKG-Hinweise gesehen. Hey, spricht eher für eine VT oder die Anamnese spricht für eine VT, dann behandeln wir es wie eine VT. Treat the worst. Das finde ich schon mal ganz gut. Ja. Das ist auch eine von den Sachen, die ich mir merke. Und was ich auch noch mal dazu sagen muss, weil wir jetzt immer sagen, Strom. Das richtet sich jetzt nicht nur an die Ärztinnen und Ärzte, sondern gerade besonders an Rettungsdienste und an Notfallpflegepersonal oder Intensivpflegepersonal. Wenn ihr mitkriegt, dass jemand eine Breitkomplex-Tachykardie habt und ihr auch nur eine Sekunde dran glaubt, das könnte was Gefährliches sein, dann kriegt ihr die Patches drauf. Ja. Und zwar drauf und nicht erst, wenn das NEF kommt und nicht erst irgendwann mal, weil erstens können die schnell abschmieren Ja. und zweitens finde ich gerade bei jetzt, sagen wir mal, wenn es unerfahrene Ärztinnen sind und vielleicht sogar das erfahrene Pflegepersonal in der Notaufnahme, in dem Moment, wo die Patches kleben, checkt auch der unerfahrenste Assistent oder die Achtung. unerfahrenste Assistentin, ui, irgendwas geht da ab. Also Gefahr. Patches drauf, Ja. ja, auch wenn die irgendwie 20 Euro kosten oder 30. Und dann habe ich so ein paar Mal auch die Argumentation gehört, dem geht es doch relativ gut, das kann keine VT sein. Und vor allem bei den Slow-VTs ist es so. Das Okay. heißt, das sind die ventrikulären Tachykardien, die sind mit der Frequenz vielleicht nur so zwischen 100 und 120. Ja. Das sind oft Patienten, die zum Beispiel schon Amiodarone in der Dauermedikation haben. Okay. Und entsprechend langsam läuft dann eben die VT. Und da läuft die Argumentation, ach, der hat doch nur eine 120er Frequenz. Das wird schon keine VT sein. Das ist dann auch so ein Denken, dass man denkt, es wird schon nicht sein. Und das EKG vorher sah doch eigentlich auch so ähnlich aus. Das war vorher auch schon so ein bisschen breit. Und das ist also falsche Denke. Von der hämodynamischen Stabilität oder von der Frequenz darf man nicht rausschließen, dass es nicht eine VT ist und gerade eben die Slow-VTs auch aggressiv behandeln. Oft haben die Patienten auch ein ICD, dann könnte man versuchen, durch interne Maßnahmen, Umprogrammierung, antitachykardische Stimulation oder interne elektrische Kardioversion vielleicht die Tachykardie zu beenden, sonst auch von extern mit ausreichend Abstand zum Aggregat. Es gibt noch die relativ langsame VT, also noch langsamer als die Slow-VT, und das ist der akzelerierte idioventrikuläre Rhythmus. Typischerweise Frequenz von ja, nur so 80 bis 100. Und den sieht man heutzutage selten, den hat man früher, ich bin ja schon ein bisschen älter, Sag sowas nicht. häufiger gesehen im Lysezeitalter, weil das ist die typische Reperfusionsarrhythmie des akuten Koronarsyndroms, also des STEMIs. Und dann ist es so eine langsame VT. Im Patient geht es gut dabei und deshalb auch don't touch. Das heißt, da keine Antiarrhythmika geben, da heilt man sich nur Probleme ein. Was noch ganz wichtig ist, neben diesem Breitkammerkomplex Tachykardien, gibt es noch ganz, ganz breit Kammerrhythmen, die dann eine Hyperkalämie sind oder eine Intoxikation mit trizyklischen Antidepressiva oder anderen Natriumkanalblockern.
Und das ist ganz, ganz wichtig, die rauszufischen. Im Allgemeinen sind die nicht so schnell wie eine VT. Okay. Also Frequenzen zwischen, ja, 60, aber auch hoch bis durchaus 120. Und ultrabreit. Und sind ultrabreit, sind mehr als 180 Millisekunden QRS-Komplex. Und das ist natürlich ganz klar, da ist die Senkung des Kaliums, beziehungsweise erstmal die Antagonisierung durch Calciumgabe, das vordringlichste Ziel. Und wenn man diesen Patienten, die eh schon so eine völlig gestörte Erregungsausbreitung, Leitung haben, dann eben noch ein Antiarrhythmikum wie Amiodaron oder Atchmalin geben würde, bleiben die stehen. Mhm. Deshalb ganz, ganz wichtig dran zu denken, bei diesen Breitestkammerkomplexen, Hyperkalämie oder Intoxikation. Okay, also jetzt sind wir im Worst Case. Mhm. Wir vermuten, es ist eine VT. Ja. Was machen wir jetzt mit dem Patienten? Ja, wieder langweilig, einfach Amiodaron. Was für eine Dosierung würdest du da geben? Amiodaron, und wie? Genau. Also Amiodaron habe ich zwar jetzt gesagt, ist so die Standardtherapie, aber keine Standardtherapie, mit der ich richtig glücklich bin. Weil Amiodaron würden wir ja 300 Milligramm in einer Kurzinfusion, Glucose 5, über vielleicht 20 Minuten geben, vielleicht auch 15 oder 10 Minuten. Und da gibt es eine aktuelle Studie, Procamio-Studie, Studie, wo man Amiodaron in eben dieser Dosierung verglichen hat bei stabilen Breitkammerkomplex-Tachykardien mit Procainamid, Mittel, was wir leider nicht hier haben in Deutschland. Okay. Wirkt so ähnlich wie Atchmalin. Ja. Und da hatten wir unter dem Procainamid ungefähr 60% Erfolgsrate und unter dem Amiodaron nur 30%. Und es passt okay. Zu meinen Erfahrungen. Es ist ein Mittel, was gut ist, ganz klar. Amio ist gut. Aber so eine Dosis Amio, die ist oft noch nicht der Bringer. Und es sind Patienten, wo wir dann nach diesen 20 Minuten aber dann auch eine Entscheidung fällen sollten, dass wir dann Strom nehmen und nicht nochmal eine Dosis Amio und nochmal eine Dosis Amio. Weil all das, wenn sich das so protrahiert, wird unser Patient vielleicht doch schlechter. Zu lang sollten wir nicht in der VT laufen lassen. Aus zweierlei Gründen. Das eine die hämodynamische Verschlechterung. Und das andere ist ja auch die Frage, weshalb hat er die VT? Hat er jetzt vielleicht auch ein akutes Coronarsyndrom? Mich interessiert dann schon, wie ist sein EKG, nachdem wir wieder einen Sinusrhythmus hergestellt haben. Sprich, mein Setting ist für diese Patienten, ich mache den Trial mit Amio. Ja, setze aber nicht alle Hoffnung drauf, sondern bereite während es reinläuft meinen Plan B vor. Das heißt, das ist noch die Zeit, klar, unterstützend schauen wir, passt das Kalium, müssen wir ein bisschen Kalium substituieren, geben Magnesium, schadet nicht, hilft vielleicht manchmal ein bisschen unterstützend. Und dann würde ich schon eben so alles so vorbereiten für die Kardioversion. Also diese Zeit, wo die Therapie läuft, schon nützen, um mit meinem Plan B dann eben dann fertig zu sein. Und meistens so, ich schaue auf die Uhr und sage, okay, ich gebe uns jetzt und dem Amio 15 Minuten Zeit. Ja. Und wenn das drin ist, dann muss aber die Entscheidung gefallen sein. Dann muss ich auch sagen, es hat nicht gewirkt. Zweite Amyloidosis mache ich jetzt nicht, sondern jetzt machen wir Plan B, Kurznarkose, elektrische Kardioversion. Okay. Jetzt sag mal, wir sind jetzt, stell dir mal vor, wir sind in einer völlig anderen Situation, auch Breitkomplex-Tachykardie, und wir vermuten eine supraventrikuläre Tachykardie. Vielleicht wissen wir eine entsprechende Vorgeschichte, vielleicht haben wir ein EKG, wo der Schenkelblock genauso ausschaut, also so irgendwas. Ja. Was machst du dann? Da wäre zum Beispiel Adenosin eine Möglichkeit. Okay. Adenosin wäre in zweierlei Hinsicht nett, weil Adenosin könnte zum Beispiel in Foho-Flattern mit 2:1 Überleitung, in Foho-Flattern mit höhergradiger Überleitungsstörung eben konvertieren, sodass wir sicher die Flatterwellen sehen und dann wissen, ah, es ist Foho-Flatter mit Schenkelblock. Dann alle Arten von Reentry-Tachykardien, zum Beispiel AV-Knoten-Reentry-Tachykardie, aber auch eine Reentry-Tachykardie bei WPW-Syndrom, würden durch Adenosin blockiert werden und beendet werden. Okay. Ja, dann ist die Tachykardie vorbei. Wobei man ein bisschen Vorsicht walten muss bei den WPW-Patienten, wäre wahrscheinlich Eimalin.
eher meine erste Wahl, wenn ich weiß, der hat ein WPW-Syndrom. Genau, wenn man es weiß. Ja? Okay. Also wenn der sagt, hey, habe ein WPW-Syndrom, ich kenne das immer wieder, Herzrasen, seit meiner Jugend, dann wäre das eher ein Eimalin-Patient. Okay. Und eine Sache ist noch wichtig, auch unter dem Adenosin gibt es ventrikuläre Tachykardien, die darauf ansprechen, vor allem faszikuläre Tachykardien, die können natürlich auch beendet werden. Was irgendwie cool ist, aber das darf uns dann nicht dazu verleiten, dass wir sagen, Schluss, es war super, wenn ventrikulär, geh nach Hause, ist nichts Schlimmes. Fangen wir mal mit dem Atschmalin an, Klaus. Was denkst du dir da? Atschmalin, eigentlich ein gutes Mittel, um eine Breitkammerkomplex-Tachykardie zu behandeln, allerdings eher für den herzgesunden Patienten. Okay. Das heißt jetzt, der Patient mit einer WPW, Breitkammerkomplex-Tachykardie, der keine Herzinsuffizienz hat, der keinen akuten Myokardinfarkt hat, der keine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion hat, da ist es ein ganz gutes Mittel. Und man muss es langsam spritzen, aufpassen, dass die QRS-Komplexe, die werden regelmäßig ein bisschen breiter unter dem Atschmalin. Und wenn man das am Monitor sieht, ja, dann ist es schon mehr als 20% QRS-Verbreiterung und dann muss man aufhören, Atschmalin zu spritzen. Also das ist ein Mittel, was man gut kennen muss und eigentlich nur für sehr wenige Patienten in Frage kommt. Und für dieses Gro, über das wir gesprochen haben, nämlich der Patient mit kardialer Vorerkrankung, vielleicht auch schon ein bisschen älter, wo wir denken, das ist eine VT, ist es nicht das richtige Medikament, weil zu negativ inotrop. Okay, das heißt, der kann einfach mit dem Druck darunter endgültig wegbrechen. Es kann klappen, aber es kann auch böse werden. Wie viel Milligramm sind das dann eigentlich? Also was sind da so die Dosierungen? Atschmalin sind 50 Milligramm in einer Ampulle und das ist so die Dosis für einen Patienten. Okay, eine Ampulle, ein Patient. Ja, aber langsam. Langsam. Das ist das Antiarrhythmikum, was man am langsamsten spritzt. Okay. Jetzt ist mir noch was eingefallen. Was ist denn eigentlich mit dem Lidocain? Lidocain, auch so eine Erfolgsrate bei zur Konversion von ventrikulären Tachykardien, die nicht so toll ist, wahrscheinlich kleiner als 20%. Okay. Und ein bisschen besser in der akuten Ischämie, aber nicht besser wie das Amiodaron zur Akutkonversion von ventrikulären Tachykardien. Klaus, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Instabil Strom. Ja. Stabil und wir vermuten eine VT, was bei den meisten Patienten sein wird. Wir nehmen Amio, wir warten, bis das wirkt, sagen wir mal Hausnummer ungefähr 15 Minuten. Ja. Wenn das nicht wirkt, nicht noch eine Dosis Amio, sondern dann wieder Strom. Genau. Und in dem Fall, dass wir sehr, sehr harte Hinweise haben, dass das keine VT ist, zum Beispiel bekanntes WBW, beim WBW-Sonderfall des Atschmalin, langsam geben und alle Vorsichtsmaßnahmen, die wir vorher schon gesprochen haben. Wenn der kein WPW bekannt ist, dann könnte man das Adenosin versuchen, zum Beispiel wenn man Vorflattern zu demaskieren oder eine AV-Reentry, AV-Knoten-Reentry-Tachykardie zu unterbrechen. Klaus, vielen Dank für diesen Überblick über die Therapie. Ich freue mich ja schon auf den letzten Teil, nämlich die ganz abgefahrenen Sachen zu Breitkomplex-Tachykardien. Da möchte ich dich nochmal ein bisschen ausquetschen. Ich würde sagen, schickt uns alle Fragen, schickt uns eure Erfahrungen. Vielleicht auch EKGs. Vielleicht auch EKGs, einfach her damit. Ich freue mich über jedes EKG. Es kann gar nicht genug EKGs geben. Und wir verabschieden uns und wir sehen uns das nächste Mal bei Nerd für Medizin. Liebe Leute, bis bald. Ciao. Ciao.